Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlichen Dank, dass ihr auch bei diesem langen Video eingeschaltet habt. Hallo, Swadika. Bei 18 Minuten hat der eine oder andere vielleicht noch mal kurz überlegt, soll ich da klicken oder nicht. Viel Spaß. Aber es lohnt sich, wir haben viel im Programm. Samstag in Pattaya Jomtien hier. Viele Leute, viele schöne Sachen. Und heute versprechen wir euch auch ein komplett maßnahmen- und C-freies Video hier abzuliefern. Was erwartet den Zuschauer in 18 Minuten? Das normale thailändische Leben am Strand, am Wochenende. Richtig, richtig voll hier. Noch nicht so hundertprozentig wahrscheinlich wie in den alten Zeiten. Aber ich würde mal sagen, es hat ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, wie normaler Thai-Leben hier, ja. Genau. Dann schauen wir uns noch normales Thai-Leben Frauen an, die teilweise richtig große Vögel haben. Ja. Dann kleine Moped-Tour haben wir auch noch mit reingepackt. Und, dass mir nicht fehlen darf, es gibt natürlich auch zum Schluss des Videos noch was zu essen. Also ich glaube, heute ist für jeden was dabei, der von Thailand, von Pattaya ein bisschen was abgewinnen kann. Kommt mit uns mit, das wird so richtig spannend. Vor allen Dingen spannend der Autoverkehr heute hier. Ja, dass sie fahren wie keine Ahnung irgendwo, oder? Hinten bei uns. Ja, das Normale, normalerweise würde ich ja davon ausgehen, dass die Leute, die von Bangkok kommen, wirklich ja, sich ja auskennen beim Autofahren und der Verkehr dort ja auch nochmal richtig extrem ist. Aber nee, hier stellen sie sich ganz, ganz komisch an, fahren rückwärts, vorwärts und so weiter. Sehr, sehr schwierig teilweise. Mhm. Warum? Die wollen natürlich alle in die Restaurants. Die Essen, ja, genau. Und wie ihr seht hier, das sind alles die Restaurants, wo man hier wirklich nicht mit Kleingeld essen gehen kann. Mhm. Oder kaum. Richtig schön voll. Restaurants voll. Straßen voll. Ja. Parkplätze voll. Hotels voll. Also heute ist hier wirklich, ja, fast normales Leben, wenn man... Jetzt muss ich wieder meckern, typisch deutsch. Mhm. Man muss natürlich über die Maskierung und so weiter mal hinwegsehen. Wenn das noch weg wäre, wären wir hier schon im normalen Leben angekommen. Wir bringen ein bisschen was genießen für euch, ne? Genau, so ist das. Ja. Links und rechts was zu essen. Mhm. Auf der linken Seite hier auf der Beach Road natürlich die ganzen Restaurants. Auf der anderen Seite stehen die kleinen Food Carts. Hier kein Stress, kein Trouble. Alle verkaufen ihre Sachen. Ja. Und dann sind wir schon bei den Jungs und Mädels mit den großen Vögeln angekommen. Mhm. Ganz zufällig haben wir das heute hier gesehen. Ist sicherlich auch keine offizielle Veranstaltung, sondern wir gehen mal von aus, dass das so Vögelclubs sind, dass die sich dann verabredet haben unter freiem Himmel hier. Wie Piwa, ne? Und können halt ja ihre Vögel hier fliegen lassen. Mhm. Man darf also in Thailand auch solche Dinge machen. Überhaupt kein Problem. Und wir hatten ja schon mal in einem letzten Jahr oder war das vorletzten Jahr so eine richtig offizielle Vogelflugschau gezeigt und auch besucht. Immer wieder beeindruckend diese Tiere, sehr, sehr intelligent, sehr, sehr schön. Ich gehe davon aus, dass sie auch sehr, sehr teuer sein werden. Und wenn man sieht, wie die Leute mit ihren Tieren hier umgehen, wirklich, das sind wie Kinder schon. Ne? Das ist nicht ein Tier, ein Haustier, sondern das sind eher schon fast wie die Kinder. Die haben alle Namen. Die sind natürlich auch abgerichtet, dressiert. Das heißt, man kann die wirklich im Freien hier fliegen lassen. Ja. Und in der Regel kommen die auch wieder zurück zu den Besitzern. Wir sagen in der Regel, wenn wir jetzt morgen vielleicht hier rumfahren und mal ein bisschen schauen, werden wir vielleicht wieder so an der Laterne oder an den Hauswänden so Sticker angeklebt finden, mit kleinen Zettel drauf und so weiter. Wer hat den Vogel blau 45 cm groß gesehen, weil wieder einer nicht zurückgekommen ist? Das hatten wir damals, das war beim Bali Hype hier. Da war das auch. Am nächsten Tag haben die Leute noch stundenlang ihre Vögel da gesucht. Hoffen wir mal, dass heute alle mit nach Hause gekommen sind. Muss immer rufen, Name. Genau, die Tiere werden angelockt mit ihrem Namen, teilweise mit Pfeifen, aber auch mit Futter natürlich. Ja. Die kennen denn schon ihr Herrchen, ihr Frauchen und so weiter. Also sehr, sehr schön. Ja, man sieht das vielleicht im Video nicht ganz so. Also der normale deutsche Wellensittich, so groß wie eine Hand, ist hier nicht vertreten. Ja.
In der Spitze tippe ich mal, dass die einen guten halben bis dreiviertel Meter groß waren teilweise. Mhm. Also schon richtig große Tiere, richtig stolze Tiere, auch richtig alt wahrscheinlich auch. Und da musst du schon einiges für tun, damit du so ein Tier hier hast in der Richtung. Und Mot hat natürlich immer ein bisschen Angst, sie immer runter mit dem Kopf, immer runter, immer runter. Immer Amway. Ja, deswegen konnten wir auch keinen Größenvergleich machen hier. Aber immer gerne anschauen, aber nicht anpassen. Genau, ein Meter Mindestabstand zu dem Tier, weil man weiß ja nie, was er so macht hier. Aber mein Gefühl ist hier cool, noch nie gesehen, schon lange Monat von vielen Leuten und wie jetzt. Ja? Genau so ist das. Ja, dazu halt ein bisschen Natur. Natürlich sind das abgerichtete Tiere und so weiter, aber die fliegen dort frei, die bewegen sich frei. Ihr kriegt den Tenor mit, was man so da an Emotionen und an Gefühlen so mitkriegt, wenn man sich da unter die Leute mischt. Ja. Niemand schaut einen komisch an, niemand fragt wegen irgendetwas. Man ist einfach dabei, man kann mit so ein bisschen schnacken, man kann reden, man kann das alles beobachten. Wir können in Ruhe ein paar schöne Videos machen. Mhm. Das ist ja das, was ich mir vorstelle. So möchte ich eigentlich leben. Mhm. Klingt ein bisschen hochtragend, aber Menschen, Natur, Meer, dafür kriegst du mich immer. Das ist das, was mir Spaß macht. Das ist eine Art zu leben, die mir gut gefällt. Ja? Und den Leuten natürlich auch. Viele auch hier angereist aus ein paar entfernten Provinzen. Mhm. Einige hatten sich hier böse beschwert, dass sie den Strand nicht gefunden haben. Was hat hier eine? Am Dongtan ist sie gelandet. Dongtan, verfallen. So, und am Dongtan stehst du dann mit deinen zwei, drei Papageien unterm Arm oder auf dem Arm, je nachdem, und keiner da, ne? Ja, sie kommen von Bangkok, ich habe gehört. Dann bist du aber noch zwei, drei Kilometer entfernt von dem richtigen Strand, weil wir sind hier an dem neu aufgeschütteten, wir haben es ja unten reingeschrieben, so ein bisschen, ja, man sieht die Reflection Towers auf dieser Größe, auf dieser Höhe der Straße sind wir ungefähr. Ja, und die Leute haben hier ihren Spaß, auch viele Besucher, die sich dann da runtermischen. Und man darf natürlich nur auf die Vögel schauen, nicht nur auf die vielen hübschen Mädchen, die hier aus der Provinz angereist sind oder halt aus Bangkok oder wo sie auch immer alle herkommen. Mhm. Ist halt das komplette Kontrastprogramm. Mhm. Wenn du jetzt in der Innenstadt, zum Beispiel im Vergnügungsviertel unterwegs bist, da sehen die Mädchen ein bisschen anders aus. Ja. So, und das ist, hier sind, wie du gerade gesagt hast, normale Leute tun normale Dinge und haben Spaß und haben Freude, genau wie wir. Irgendwann hat man sich dann satt geschaut an den Vögeln und dann geht's weiter, weil satt ist auch wieder ein gutes Stichwort. Mot hat natürlich noch Hunger und wir haben hier noch ein bisschen was vor. Mhm. Natürlich fahren wir hier nicht schnell vorbei, sondern werfen mal einen Blick. Links ist, rechts ist jetzt schon wieder eine kleine Baustelle an dem neu aufgeschütteten Strand. Vielleicht muss was ausgebessert werden. Konnten wir heute nicht anhalten und in Ruhe schauen. Ihr seht ja, was hier für Verkehr ist. Mhm. Hier links eines von Mots Lieblingsrestaurants. Aber viele Leute heute, ich glaube nicht. Nein, musst du nicht. Also alleine von dem Fuhrpark, der hier schon vorne steht, dazu alle Tische ziemlich besetzt hier. Also hier ist richtig was geboten. Genau, wie das, was wir gesagt haben. Alles voll heute hier sind wirklich Originalbilder von heute und nicht von vor
mehreren Monaten oder Jahren. Ne? Macht richtig Spaß, das zu sehen. Verkehrstechnisch natürlich etwas schwieriger zu fahren. Es gab aber auch schon Zeiten, da sind wir von Nha Chom Thien hinten bis vorne nach Dong Than in 10 Minuten gefahren gewesen. Ja. Das ist heute nicht drin, da brauchst du viel, viel Zeit. Long Savai Nummer 1, ja, genau. Muss man dazu sagen. Warum? Weil es gibt nämlich gleich noch das Long Savai Nummer 2. Wir wollen weiter. Wir wollen weiter, auch Long Savai sehr, sehr voll hier draußen, aber auch noch sehr viele Lieferanten, Fahrer und so weiter. Grabfood, Pandafood, wie sie alle heißen. Warum? Weil natürlich auch viele Leute sich das noch an den Strand liefern lassen, das Essen, weil sie dort nicht so lange sitzen wollen oder sind zu Hause in den Hotels, Resorts hier. Wird am Wochenende, wie wir das schon öfter gesagt haben, sehr, sehr gut angenommen. Heute du gute Laune, ne? Gefällt mir das. Ja, wenn ich mit anderen Menschen, glücklichen Menschen zusammen sein kann und wenn ich irgendeiner ständig irgendwas erzählen möchte von irgendwelchen Sachen, die ich nicht tun darf, dann bin ich auch glücklich. Und ich bin auch glücklich, dass wir hier nochmal, wir waren ja auch schon ein paar Wochen, Monate nicht mehr in dieser Ecke gewesen. Ja, ne? Wir sind jetzt schon hier Richtung Nha Chom Thien, wo es dann rüber geht zu dem Fischereihafen, wo es rüber geht zum großen Yachthafen und so weiter. Hier sind die Kondos natürlich auch weitergebaut worden, haben jetzt auch die viele von den Außenanlagen schon fertiggestellt, so dass man also hier das nochmal wieder zeigen kann. Das ist schön, ne? Neu fertig. Ne? Es ist auch neu ziemlich Farbe. Fertig, stehen natürlich, auch wenn man abends aus dem Fenster schaut, nicht wirklich im vollen Licht. Also diese Dinger sind relativ spärlich beleuchtet, während die günstigen Hotels weiter vorne richtig gut beleuchtet waren am Abend und auch richtig viele Gäste hatten, sieht man an den Autos. Hier sind natürlich viele, viele Eigentumswohnungen, die noch warten auf neue Eigentümer. Aber man hat es schön rausgeputzt. Man hat hier richtig schön was zu sehen. Wenn man hier zu Fuß geht, vielleicht noch ein Tipp für den ein oder anderen Zuschauer, der mal hier lang laufen möchte. Es ist nicht ungefährlich. Ich habe auch schon seit langer, langer Zeit, wir hatten das auch in ein paar Videos schon mal gesehen, dass es kaum noch Straßenhunde gibt. Aber hier diese ganze Ecke rappelvoll mit Straßenhunden. Und zwar richtig bissige, richtig aggressive. Schon Pitbull Terrier da hinter mir hinterher, wenn ich hier laufe. Zum Glück hat mich der nette Security Guard gerettet, der die dann ein bisschen vertrieben hat. Aber richtig viele Hunde. Wir waren letztes Mal hier in der Gegend gewesen, das war am Vormittag, am Mittag. Da war nicht so viel gewesen. Jetzt gegen Nachmittag, gegen Abend, wo es ein bisschen dunkler wird, die kamen alle irgendwo raus. Die waren plötzlich auf der ganzen Straße, überall. Und ehrlich, liebe Zuschauer, die sind nicht freundlich. Versucht euch da lieber nicht mit denen anzufreunden oder zu streichen oder irgendwas. Die kommen sofort auf einen zu und nicht gut gelaunt, die Viecher. Ob da irgendjemand dem was getan hat oder ob es am wenigen Futter liegt oder irgendwas. Hat man nicht genau. Ja, wir haben überall geschrieben, auch überall Anschläge an den Häusern hier, an den Kondos. Man soll sie nicht füttern und man soll auch nicht zu nah rangehen. Ja. Natürlich können einem die Tiere leid tun, das ist sicherlich nicht das Leben, was sich ein Hund vorstellt und so weiter. Nur wenn die vielleicht irgendwelche Krankheiten haben, man wird gebissen, es ist nicht so angenehm. Ja. Und vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass hier wieder mehr Futter ist, dass wieder Leute mehr, das klingt doof, aber Leute mehr wegwerfen und die Hunde sich dann doch wieder vermehren und dann doch wieder mehr sind, weil so viele in jeder kleinen Ecke hier, hatte einer gelegen, gestanden, ganze Gruppen, ganze Rudel heißt das. Aber muss man mit leben. Ihr seht, alles voll hier mit den Hunden. Aber wir schlagen uns durch. Ja. Zudem, ich tippe mal, das ist ein ehemaliger oder teilweise noch im Betrieb Fischereihafen. Alte Boote, alte Sachen. Aber es ist wiederbelebt worden. Ja. Mot hat das natürlich wieder bei ihren Celebs im Internet gefunden. Ja, genau. Wie heißt der Superstar, der letztens erst hier war? Alex. So, seitdem Alex hier war, vor knapp 4 Wochen, können die sich hier nicht mehr retten. Die ganze Schickeria und die Schickimickis aus Bangkok und so weiter kommen jetzt hier hinten hin. Nicht ordentlich, nicht schön, es ist nicht sauber, es riecht fürchterlich. Aber es hat einfach wieder was, weil irgendjemand hat gesagt, geht mal dorthin. Und es heißt Long Savai Nummer? Savai. Genau. So, weil hier ist nämlich das ursprüngliche oder das alte oder ein ehemaliges Long Savai. Und hier haben die Fischer, die dort arbeiten, hier ganz neu aufgebaut.
auch hier, ihr seht es, alles so aus Plastik zusammengehauen, ein paar Stühle, ein paar Tische. Mhm. Hier wird der Tintenfisch noch mit einem Gasbrenner gekocht, wird nicht gegrillt, wird nicht gekocht. Hier wird der Gasbrenner angeworfen. Ja. Und dann natürlich selbstgemachte Soßen, richtig schön mit Knoblauch, Chili. Wenn Thai Leute, das sieht das Bad und sehr lecker. Ja, und dafür kommen die extra hier weite Kilometer angefahren, genau, damit sie sagen können, ich habe da gegessen, wo der, wie hieß er? Ha? Alex. Alex, ja. Wo Alex gegessen hat. Während sich die Chefin hier um das Essen kümmert, vorrangig für sich selbst, schaue ich mir mal so ein paar alte Fischerboote hier an. Man könnte sagen, ja, Industriedenkmäler oder sowas. Befahren werden die auf alle Fälle nicht. Aber habe mich gleich mal mit einem ehemaligen oder immer noch Fischer hier befreundet, der mir alles zeigt, alles erklärt, wie es mal funktioniert hat. Er hat natürlich gesagt, das Ding fährt noch. Also ich glaube nicht. Die Kabel waren alle ab. Die ganzen Sachen in den Innenräumen waren leergeräumt. Ich glaube nicht, dass es fährt. Aber er sagte, damit könnte man noch fahren. Er lustig mit dir, ne? Ja, natürlich. Er hat jetzt nicht geglaubt, dass ich den Kahn kaufen möchte. Aber wenn ich mich dafür interessiere und die Leute sind nett und man fragt einfach und er sagt, ja, komm doch mit, ich zeig dir mal hier alles ein bisschen. Wie normal. Warum nicht? Wieder normales Leben, so wie man Thailand kennt. Ja. Leute freundlich, Fremden aufgeschlossen. Man sagt, wo kommt man her? Und dann fällt den Leuten gleich was ein. Ah, Bayern Munich und ich schon gehört von Schnee, ist ja kalt bei euch immer und so weiter. Es suchen immer jede Tag von neu Tintenfisch oder neu Seafood, ne? Und bringen Lung Sawai und andere Restaurants auch jeden Tag. Genau, also wenn ihr hierher kommt, könnte es sein, dass vielleicht nicht immer alles sofort verfügbar ist, weil natürlich zuerst die großen Restaurants im vorderen Bereich beliefert werden. Aber hier wird es halt stylisch zubereitet. Ja. Und was haben wir hier? Mekong. Ja. Schnapp. Könnte man also auch hier haben, Getränke, alles am Tisch. Alles rustikal, alles ohne Schnickschnack, zu vernünftigen Preisen. Ich weiß nicht, ob Mo das schafft, die riesige Grillplatte hier mit Tintenfisch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, geschafft. War das 5 oder 6 Tintenfische? 4. 4? Ja, genau, 4. 4 Tintenfische für 300 Thai Baht ungefähr. Ist mein Problem. Genau so ist das. Also auch normale Preise hier alles. Wie gesagt, 200 Thai Baht. Man ist halt eng dran. Ja. Und dadurch wird es halt was Besonderes. Und Mot kann sich den Magen hier vollschlagen. Ich hoffe, der wird heute Abend nicht wehtun. Aber das werden wir sehen. Komm gleich, Toilette. Komm, schönen Dank, dass du das auch noch erzählen musstest. Aber mit viel Chili und viel Knoblauch bedeutet für mich eine sehr entspannte, ruhige Nacht im zweiten Schlafzimmer. Erlandi, heute jemand, wenn es schlafen und schlechte Laune. Ganz genau. Kein Jupe, kein Nichts, genau. Kein Kuscheln. Knoblauch, ganz nur Nacht. Knoblauch. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses Video schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht getraut habt, wenn ihr noch nicht geschafft habt, den Kanal zu abonnieren, macht das bitte gerne. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn neue Videos von uns kommen. Und ich denke, auch 18 Minuten Videos lohnen sich anzuschauen. Danke und tschüss, bis morgen. Tschüss.